Du zeigst mir nämlich gerade hier Schwachstellen von meinem Gebiet auf. Finde ich sehr vernünftig. Da ist ein Dorf. Seht ihr das? Ist ja geil. Was wir hier alle in der Gegend finden. So, jetzt muss ich nur wieder meinen Eingang finden. Ich glaube, der war da bei den Bäumen. Ja, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Da haben wir hier zumindest schon mal einen kleinen Durchgang. Und hier haben wir ja. Also mit dem Lager, das können wir knicken, aber sehr. Da haben wir Kohle, die bauen wir jetzt nicht ab. Nein. Da ist schon mal wieder ein Bäumchen gewachsen. Sehr gut, sehr gut. Dadurch wächst das Bäumchen wahrscheinlich jetzt wieder nicht. Da ist noch ein Setzling runtergekommen. Wann sind die fertig? Die habe ich letztens zu früh abgehauen. Naja, lassen wir mal so stehen. Ich mag doch jetzt erstmal runtergehen zum Schaf. Möglichst ohne dem Creeper da über den Weg zu laufen, der da eben war. Ah, zumindest Korn. Wenn es nachher zig Bombeng um uns macht, dann wisst ihr Bescheid, ne? Dann war ich wieder aktiv. Hab ich noch? Hab ich nicht mehr. Verdammt. Machen wir so. Da hinten der Schaf, das war das Produktivste. Die anderen Schafe, die waren nicht so Jungs, sind so nett. Na du, komm her. Danke. Die wollten nämlich nicht futtern, um wieder neue Wolle zu kriegen. Da ist er. Lass meine Wolle in Ruhe. Lass meine Wolle in Ruhe. Meine Wolle. So, und jetzt friss. Seht ihr, das meine ich. Das war doch hier, ne? Also. So. War das überhaupt das oder war das hier noch ein anderes? Nein, da oben ist das andere, okay. Weil drei Stück gab's. Ach so, das war einfach nur Licht, was sich da durchgespiegelt hat gerade. Man muss sich die Umgebung ja immer mal ein bisschen genauer ansehen. Genau, legt Eier, das ist wieder sehr gut, das ist sehr gut. So. Ja, ein Weizen haben wir gekriegt und Wolle haben wir bekommen für die Rucksäcke. Schon mal gut. Allerdings brauchen wir ja noch Fäden und dafür brauchen wir oben das andere Zeug. Also werde ich jetzt erstmal gucken, das nochmal hochbringen. Und ich denke mal, dann werde ich nach dem Schock jetzt auch erstmal gleich Feier machen. Ich muss jetzt erstmal irgendwie. Ich laufe hier gerade rum wie so ein aufgescheuchtes Hühnchen. So richtig planlos momentan wieder. Und dieser toten Kopf auf der Minikarte, der erinnert mich auch noch daran. Oh. Sehr nett. So. Es gab da noch irgendwie so ein anderes Gerät, das kann ich nutzen, um aus Wolle Fäden zu machen. Das weiß ich allerdings nicht mehr, wie ich das gefunden hatte. Rucksack. So, wir brauchen auf jeden Fall diesen Bergarbeiter-Rucksack. Nein. Erstmal normal draufklicken. So. Dann nochmal Rechtsklick drauf oder was? Nee, jetzt R. So. Ruck. Hallo, ich wollte den normalen Rucksack. So, und dann bin ich da irgendwie drauf. Das Ding. Woolcard. Das kriege ich aus Iron Wire. Und das kriege ich aus. Drawplate, Diamond Drawplate. Wie kriegt man die? Diamond Panel, Iron. Pff.
Hallo? 50.000 Arbeitsschritte nötig oder was? Alter Schwede, so. Also, das können wir schon mal vergessen, weil Diamant haben wir nicht. So, dann. Die Dinger sind wir schon am Sammeln. Pulverizer? Was bitte ist ein Pulverizer? Davon habe ich schon mal gehört. Jetzt gucken wir erstmal Pulverizer. Das interessiert mich jetzt. Pulverizer, das wird der wahrscheinlich sein. Das kriegen wir eventuell noch zusammen. Redstone Reception Soil. Also Kupferbahn oder Eisenbahn, das kriegen wir auch noch hin. Kolben kriege ich auch hin. Nein, kriege ich nicht hin, wir haben kein Eisen mehr. Was wäre das? Redstone Gold, das kriegen wir hin. Ich glaube, ich habe gerade wieder zu schnell gedrückt. Nicht abstürzen, bitte. Hallo? Irgendwie bricht gerade die Framerate total zusammen und hier hängt alles. So, jetzt nochmal. So, Maschinenframe. Gold, Eisenglas. Das brauchen wir, glaube ich, öfters. Das Ding. Gold, Eisenglas. Gold haben wir, Eisen nicht. Glas kriegen wir aus Sand. Sand haben wir bestimmt irgendwo hier in der Gegend gehabt. Jetzt packe ich erstmal wieder das Zeug weg. So. Ein Ei. Ach so, Eier. Stopp. Wenn unten das Ding Eier gelegt hat, das Huhn, haben unsere hier oben das vielleicht auch. Jo. Jo, haben sie. Sollen jetzt nicht wieder gegen die Wand, sonst hängt da wieder so ein Hütchen drin. Haben wir schon mal eins. Haben wir noch eins. Noch eins. Wunderbar, dann können wir jetzt mal eins schlachten hier. Oder zwei. So. Und du leider. So. Drei neue, zwei tot. Gibt mehr. Passt. Tut mir zwar ein bisschen leid, aber dafür züchten wir die halt schließlich. Ist genau wie im echten Leben. Und wir brauchen nur mal was zu essen. Da geht kein Weg dran vorbei. So, da kommt das rein. Nein, die Erde kommt da auch rein. Also Erde haben wir genug zum Auffüllen von irgendwelchen Sachen mal. Damit können wir dann auf Dauer mal ein paar Zäune anlegen mit dem ganzen Holz. So, dann gehe ich jetzt mal kurz gucken, ob ich irgendwo Glas finde. Sand finde. Nehmen wir erstmal mit. Die können wir aber hier wegpacken. Damit alleine können wir noch nichts anfangen. Eine Essenstruhe brauchen wir auf Dauer. Wird jetzt schon wieder dunkel, ich hoffe nicht. So, das sieht gut aus wegen Sand. Jetzt, oh, da, richtig. Dankeschön. Weit genug springen. Sonst werden wir nachher wieder Matsche. Aber das ist schon mal gut, dass wir hier so ein bisschen Wüste haben. Denn da haben wir dann genug Glas. So, bauen wir ein bisschen Rundung hier ein, damit das so ein bisschen noch vernünftig aussieht. Haben wir hier schon wegfarmen. Immerhin gehört das Ding auch zu unserer Aussicht. Kann man hier eigentlich Kakteen für irgendwas brauchen in Feed the Beast? Weil normalerweise sammelt man die ja schon mal. Zumindest für grüne Wolle kann ich die mal brauchen. Gibt es hier eigentlich auch Teppiche wie beim normalen Minecraft? Oh, ein Ei. Ein Ei, ein Ei. Das Schöne ist, ich werde jetzt immer wieder nach Hause finden. Das gefällt mir ganz klasse. Weil jetzt habe ich ja so einen Homeset-Punkt da. Ohne Kompass, also mit Kompass da oben durch die Karte quasi. Sehr praktisch. Das heißt, man kann auch zwischendurch mal so ein bisschen rumschauen gehen hier. Und sich ein bisschen vom Verlust seiner Sachen
Ablecken. So, was haben wir denn hier sonst irgendwas? Da hinten ist das Dorf und da ist ein komischer Baum. Der ist blau. Habe ich da nicht mehr gehört? Das sind irgendwie so magische Bäume oder sowas. Gehen wir mal gucken. Wow. Noch mehr Löcher hättet ihr hier in den Boden nicht reinbauen können, ja? Und man zeigt mal wieder ein bisschen Saatgut für oben. Da haben wir ja noch ein bisschen Platz. Auf unseren Feldern. Funkeln tut er, also es könnte was Magisches sein. Sollen wir die mal abholzen? Ich mache das einfach mal. Vielleicht kommen ja ein paar Setzlinge raus. Ich hoffe zumindest. Zumindest scheint es irgendwas Besonderes zu sein, also können wir es irgendwann brauchen. Die anderen werden es zwar wahrscheinlich auch brauchen, aber ich war schneller. Hi. Wow! Was macht ein Kies? Bitte in einem Baum. Ist das normal? Bei diesen Bäumen? Wird gleich dunkel. Verdammt. Komm, jetzt hau hier mein Setzling raus, bitte. Die haben bestimmt doch Setzlinge, die Bäume. Jeder Baum hat einen Setzling in Minecraft. Ich habe natürlich jetzt kein Bett hier mit, ne? Da ist bis jetzt kein Setzling rausgedroppt, oder? Ne. Ich gehe jetzt erstmal auf Nummer sicher hier. Jetzt haben die natürlich hier keine Schafe, da ich mir mal eben Bettzimmer. Aber warte mal, das ist doch Wolle. Das ist Wolle. Zwei. Tut mir leid für euch, Leute. Oh, da ist ein Zombie. Zombie Brain. Oh, vor allem haben die Essen. Ihr habt Essen, Leute. Geniale Sache. Aber ich brauche jetzt erstmal hier ganz schnell einen Schlafplatz. Sonst haben wir gleich hier ganz viele Zombies. Wenn ich euch schon eure teure Wolle klaue. Ah, jetzt war. So, schlafen. Nehmen wir direkt mal wieder mit. So, jetzt gehen wir uns erstmal bei denen. Hätte ich eben auch mal auf die Idee kommen können, ein bisschen Essen klauen, ne? Das heißt klauen, wir pflanzen wieder neu an. Marmor! Das habe ich schon mal gesehen. Wow! Alter! Dann von hinten. Bin jetzt schwül. Ich muss auch jetzt gleich eben mal was essen. Oh, Kartoffeln. Das ist mal sehr gut. Da ist noch eine Kartoffel. Sehr gut. Ah, ihr habt genug Kartoffeln noch hier rumstehen, ne? Macht ja nichts. So. Aber das hier sieht unschön aus. Haben wir Erde dabei? Nee. Das Feld müsst ihr euch dann selbst wieder aufbauen. Aber ich tu mal hier so ein bisschen unterstützen. So. Bisschen hilfreich bin ich ja dann doch zu euch. So. Immerhin ist es durch mich auch kaputt gegangen. Das müsste Marmor sein. Kann man auf jeden Fall schon mal für den Hausbau nutzen.